Dieser Hund schaute bei jedem Spaziergang durch die Luke. Seine Besitzerin hatte keine Ahnung warum, bis sie die Klappe öffnete und schockiert war, was sich darin befand. In einer kleinen, ruhigen Stadt in der Türkei lebte ein schöner und intelligenter deutscher Schäferhund namens Axel. Er war sehr hübsch und in der Nachbarschaft sehr beliebt. Wenn sein Herrchen mit ihm spazieren ging, blieben die Leute oft stehen und streichelten ihn. Doch eines Tages änderten sich die ruhigen Spaziergänge aus einem merkwürdigen Grund. Eines Abends, als Irena mit ihrem Hund spazieren ging, blieb Axel plötzlich ein paar Geschäfte von der Metzgerei entfernt stehen. Er fing an zu bellen. Seine Aufmerksamkeit war auf die Tür gerichtet. Er bellte so laut, dass die Leute in der Nähe erschraken. Irena verstand das nicht. Warum verhielt sich ihr Schäferhund so merkwürdig? Er bellte und bellte gegen die Luke und weigerte sich, sich zu bewegen und weiterzugehen. Nach vielen Versuchen, ihn zum Gehen zu bewegen, folgte Axel schließlich seinem Herrchen und ließ die Luke hinter sich. Irena war erleichtert und froh, dass ihr Hund wieder normal war. Nach diesem Vorfall machten sie sich auf den Heimweg. Irena war immer noch besorgt über das ungewöhnliche Verhalten ihres Hundes. Sie erzählte ihrem Mann Ronnie, was passiert war. Da er nicht dabei gewesen war, konnte er sich nicht vorstellen, wie schockierend das Verhalten gewesen sein musste. Er sagte Irena, sie solle sich keine Sorgen machen. Wahrscheinlich habe Axel ein kleines Nagetier in der Luke gesehen und sich zu sehr aufgeregt. Diese Antwort stellte Irena nicht wirklich zufrieden. Aber sie hatte trotzdem das Gefühl, dass sie die Sache auf sich beruhen lassen musste und dachte nicht weiter darüber nach. Am nächsten Morgen machten sie wieder einen Spaziergang durch die Nachbarschaft. Diesmal achtete Irena besonders darauf, als sie an derselben Gosse vorbeikamen. Diesmal bellte der Hund nicht. Stattdessen saß er mitten auf der Straße neben dem Gully. Minutenlang starrte er in den Gully, ohne sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Irena wunderte sich wieder einmal über das seltsame Verhalten ihres Hundes. Sie versuchte, von ihrem Standort aus in den Kanal zu schauen, konnte aber nichts erkennen. Nachdem sie Axel dazu gebracht hatte, aufzustehen, machten sie sich auf den Heimweg. So ging das 3 Tage lang und jedes Mal, wenn sie mit Axel spazieren ging, blieb er an der Schlucht stehen und schaute hinunter. Er saß da und starrte. Eines Abends ging Irena mit ihrem Hund wieder den gewohnten Weg. Das Tier lief fröhlich neben seinem Frauchen her, als sie in Richtung Metzgerei gingen. Diesmal blieb Axel nur kurz am Kanal stehen. In der Metzgerei angekommen, kaufte Irena freudig ihre Lieblingswurst. Doch als sie die Packung öffnete, um sie ihm zu geben, tat der Hund etwas, was er noch nie zuvor getan hatte. Axel war ein gehorsamer Hund und wusste, wie man sich benimmt. Als er sich das Würstchenpaket schnappte und losrannte, war Irena überrascht und schrie vor Schreck auf. Da nicht viele Menschen auf der Straße waren, war es schwierig, ihrem schnellen Hund zu folgen. Sie nahm die Verfolgung auf und als sie ihn endlich gefunden hatte, traute sie ihren Augen nicht. Axel ging zum selben Gully zurück. Er saß auf dem Gully und hatte immer noch die Würstchen im Maul. Er aß sie nicht, sondern warf sie in den Gully. Was war mit dem Hund passiert? Irena fragte sich, was der Grund für das ungewöhnliche Verhalten ihres Hundes war und näherte sich leise der Stelle. Aber auch aus dieser Entfernung konnte sie nichts erkennen. Nachdem ihr Hund die ganze Wurst in die Luke geworfen hatte, ging die Frau in die Hocke und sah sich die Luke genauer an. Was sie sah, schockierte sie. Mit so einem Anblick hatte sie nicht gerechnet. Ohne lange zu überlegen, zückte Irena ihr Handy und rief die Feuerwehr. Etwa 15 Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehrleute ließen sich von Irena die Situation erklären und beschlossen, die Luke sofort zu öffnen. Doch es gab ein Problem. Neben der Luke stand kein anderer als Axel. Er knurrte die Feuerwehrleute bedrohlich an und forderte sie unmissverständlich auf, ihn zurückzurufen. Die Hilfs-Sheriffs wussten nicht, was sie tun sollten. Mit Irenas Hilfe gelang es ihnen schließlich, das Tier zu beruhigen und es einige Meter von der Schlucht wegzutreiben, damit die Feuerwehrleute in Ruhe arbeiten konnten.
Die Feuerwehrleute holten verschiedene Werkzeuge und entfernten schnell die Metallstangen, die die Regenrinne abdeckten. Nachdem die Abdeckung der Regenrinne entfernt war, konnten die Feuerwehrleute das Innere der Rinne genau inspizieren. In der Zwischenzeit hatten sich mehrere Personen um die Unfallstelle versammelt. Sie alle beobachteten das Verhalten des Hundes und fragten sich, warum. Nach einigen Minuten stillen Wartens öffneten die Feuerwehrleute schließlich den Gulli, den Axel beäugte und verteidigte. Der Feuerwehrmann greift in den Gulli und zieht etwas heraus. Es lebte. Alle zuckten vor Schreck zusammen, als er sagte, was es war. Ein kleines Kätzchen, nicht älter als ein paar Wochen. Überraschenderweise war die Geschichte damit noch nicht zu Ende. Der Feuerwehrmann stieg noch 4 weitere Male in den Abwasserkanal. Jedes Mal, wenn er die Hand hob, fand er ein winziges Kätzchen, genauso groß und alt wie beim ersten Mal. Alle Zuschauer waren so schockiert, dass sie jedes Mal zusammenzuckten, wenn der Feuerwehrmann seine Hand hob. Auch Irena war überrascht. Sie hatte 2 Katzenbabys in der Kanalisation gesehen. Sie war erstaunt, dass es 4 waren. Die armen Kätzchen saßen 3 Tage lang in der Schlucht fest, bevor Axel sie entdeckte. Sie waren unterkühlt, abgemagert und sehr schwach. Sie wurden sofort zum Tierarzt gebracht, der sie untersuchte. Danach wurden sie in ein Tierheim gebracht. Wie die Kätzchen dorthin kamen, konnte nicht geklärt werden. Möglicherweise wurden sie bei dem starken Regen in den Kanal gespült.